So the last speaker for this morning is Trammell. He is doing awesome research on bootstrapping more secure laptops or servers, and he's doing that basically by Hallo moving the root of Strat herzlich into willkommen the right zur room. Deutschen Übersetzung des Talks Bootstrapping Slightly More Secure Systems vom Translation Team des 33C3. Ich bin Ploy und bei mir sitzt Hella Bade. Und gleich geht's los. Hallo, ich bin Trammell Hudson und ich habe zwei Signal Investments und ich bin am Bugs zu untersuchen. Vor 2 Jahren habe ich meine Arbeit über Thunderstrike vorgestellt und das war die erste Firmware-Attacke gegen MacBooks. Das Jahr später war ich zusammen mit Sino Kova. Diese beiden sind jetzt bei Apple und arbeiten in der Entwicklung. Und wir haben mit Fehlern bei Mac gearbeitet. Und diese UEFI-Software-Plattform erlaubt es uns, sehr portable Angriffe zu machen gegen die Firmware und auch Remote-Angriffe, also Remote-Code-Execution. Aber mehr als nur Zeugs kaputt zu machen, interessiert es uns, Zeugs auseinanderzunehmen, um herauszufinden, wie es funktioniert und zu dokumentieren. Also, und ja, ich würde jetzt gerne über mein Projekt Heads sprechen. Das ist eine freie Firmware und ein Bootloader für Laptops und Server. Der Name ist eine Anspielung auf die Distribution Tails, also ein stateless Linux, wenn man nicht will, dass man Spuren hinterlässt auf einer Maschine, auf der man was macht. Und hier geht es um das Vertrauen in die Maschine. Also man will, dass die Daten, die man auf einer Maschine speichert, unverändert und sind. Also mal einen kurzen Schritt zurück. Wieso ist Firmware-Sicherheit so wichtig? Also das ist der Code, der von der CPU ausgeführt wird, wenn man den Computer einschalten. Also die erste Instruktion, die die CPU ausführt. Also es ist eine sehr, sehr privilegierte Funktion, bei der man das Betriebssystem kompromittieren könnte. Es gibt eine Vielzahl von Talks über interessante Angriffsvektoren auf Firmware. Also einer, der mir besonders gefallen hat, ist dieser hier letztes Jahr von DEFCON, von Intel Threat Research. Und also dort hat man gezeigt, dass Firmware kann ein Hypervisor umgehen. Und sie haben gezeigt, dass fehlerhafte Firmware konnte ohne Berechtigung aus einer virtuellen Maschine den Hypervisor kompromittieren. Also deshalb ist es sehr wichtig, dass Firmware-Fehler auch geflickt werden. Also nicht bloß theoretische Lücken. Also man weiß, dass es bösartige Organisationen gibt oder Hacker, die Firmware-Rootkits verkaufen an alle, die zahlen, also inklusive staatliche Akteure. Und also das sind wirklich realistische Gefahren. Und die sind im Boot-ROM eines Mainboards, also selbst wenn man das Betriebssystem neu installiert oder die Festplatte tauscht, sind diese Bugs immer noch vorhanden. Und gewisse Hersteller tun sogar diese Rootkits offiziell mit ihrem Firmware ausliefern. Also es gibt welche, die Bloatware oder Adware ins Betriebssystem installieren wollen und machen das über Rootkits in der Firmware. Also das heißt, die Firmware installiert dann Zusätze zum Betriebssystem. Und diese Dinge haben halt Lücken, die auch von Angreifern ausgenutzt werden können. Also ja, gewisse Hersteller haben genug schlechte Presse erhalten, dass sie ein Update veröffentlicht haben, das diese Lücke schließt. Aber das ist nicht was, das Benutzer selbst machen können. Die können nicht die Firmware updaten, genau wie zum Beispiel das Betriebssystem oder eine Anwendung. Also tatsächlich gibt es für die meisten Vulnerabilities in Firmware gar keine Patches.
Ein Teil des Grundes dafür ist, dass die Firmware etwa 4 oder 5 Firmen weg ist vom End-User. Also es gibt eine Referenzimplementierung von Intel, die heißt Theano Core oder EDK2. Wenn da ein Bug gefixt wird, dann muss der von den Independent BIOS Vendors übernommen werden, den IBVs, und diese verkaufen es dann an den Gerätehersteller. Also sie müssen ein Release paketieren, der dann weitergegeben wird an den OEM. Dann macht der Hersteller Q&A gegen zig Motherboards und dann muss es noch vom Virtual Equipment Manufacturer rebranded werden und dann zum Teil muss es durch den Betriebssystemhersteller noch, um überhaupt zum Endnutzer zu kommen. Und das heißt, oft erhalten solche Produkte gar keine Updates. Ja, hier gibt es eine Ausnahme, seht ihr es auf dem Bild da. Apple baut eigene Firmware. Und also in meiner Arbeit mit denen war ich sehr zufrieden, also dass sie wirklich Patches für die letzten 8 Jahre Hardware gemacht haben, das ist deutlich über dem, was alle anderen machen. Als EFI eingeführt wurde, brachte es viel Komplexität. Und die Linux-Community war eher skeptisch. Es war unklar, was genau der Wert dieser zusätzlichen Komplexität war. Es ist im Prinzip ein ganzes Betriebssystem, großen Code. Es ist nicht so, dass das BIOS je besser war. Das hatte auch seine Probleme. Aber es war klein, es war einfach, es hat eine Aufgabe, die hat es okay gelöst. Und es hat lange gedauert, bis UEFI überhaupt sinnvolle Unterstützung hatte. Und heute ist es so, dass Hardware ausgeliefert wird mit BIOS und UEFI-Kompatibilitätsmodus. Und das heißt, ihr habt eigentlich die Angriffsfläche verdoppelt. Und der Zustand der Welt heute ist, ja, Updates sind selten, Patches, wenn es überhaupt gibt, brauchen sehr lange, um durch den Prozess durchzukommen. User können selber nichts reparieren und wir können nicht reinschauen, was da passiert, weil das mit proprietärem Software gemacht wird. Das ist ein ganz schlechter Zustand im Moment. Unsere Firmware muss mit freier Software gebaut werden. Es muss flexibel sein, dass wir es auf unsere Systeme anpassen können. Es muss mit Software gebaut werden, die wir verstehen, dessen Komponenten wir wiederverwenden können, dass es breit getestet wird. Es muss reproducible sein, also dass wir sicher sind vor Build-Chain-Attacks, und es muss measured sein. Also wir müssen sicherstellen können, dass das, was wir auf dem den Firmware-Chip flashen, das ist, was gebootet wird. Und das sind die Projekte hinter Heads. Es baut auf Core Boot auf und ein Linux-Kernel in ROM. Und dazu noch einen Haufen Security-Research und Werkzeuge. Linux als Bootloader zu verwenden, ist nicht wirklich eine neue Idee. In den 90er Jahren, als es darum ging, die ersten großen Linux-Cluster zu bauen, waren wir sehr unzufrieden mit der Inflexibilität von DHCP und PXE-Booting, also und ja, mit diesen Problemen, die wir da hatten, haben wir diesen Supercomputer gebaut, der auf Platz 30 der Top 500 war. Mein Kollege war auch am Bauen von großen Clusters da und er hat die folgende Beobachtung gemacht. Das BIOS listet die ganze Hardware auf und am Ende findet es den Linux-Kernel, und wenn man den Linux-Kernel nimmt, dann macht es nochmal eine ganze Inventarisierung der Hardware. Und er fragte sich, wieso machen wir das zweimal? Und seine Idee war, eine Version von Linux zu bauen, die aus dem ROM läuft. Er hat das ganze Projekt Linux BIOS genannt. Und das wurde dann eingesetzt an diesem einen Cluster, der drittschnellste Cluster 2003.
In 2008, das Linux BIOS wurde gröber refactored und wurde zu Coreboot umbenannt. Und Google hat Coreboot auf den Chromebooks eingesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt war es das einzige x86-basierte nicht UEFI Notebook, das man kaufen konnte. Und sie wollten die Konfiguration auf den Chromebooks verschließen, und Ron ist dann zu Google gegangen in 2007 und hat an diesem Coreboot-Projekt gearbeitet. Coreboot hat drei Stufen, durch die es geht, wenn es die Maschine startet. Das erste ist ein kleines Stück Assembly, und ein moderner Laptop bootet immer noch im Real Mode mit diesen Assembly Instruktionen, und das ist ein ganz kleines bisschen Stück Code, und das stößt dann eine C basierte Umgebung an. Und das geht in die ROM Stage, und das sind etwa 70 Kilobyte. Und das startet auch das TPM. Und das stellt eine statische Vertrauensbasis dar. Und das zusammen ist quasi die Trusted Computing Base, also die vertrauenswürdige Stufe des Bootprozesses, und das ist ein kleiner Bruchteil eines UEFI Firmware Teils. Und das stößt dann wiederum die RAM Stage an, und das enumeriert die ganzen Busse und findet die ganzen Geräte, und es installiert auch den SMM Handler für das System Management, und das springt dann in die sogenannte Payload, und das Ganze geht höchstens eine Sekunde. Und so kommen wir in die Payload, also den benutzergenerierten Code, und das geht auf dem X230 geht das relativ schnell, also in etwa 2 Sekunden. Und das bedeutet TPM starten, kryptografische Messungen machen. Und weil wir jetzt Linux haben, zu diesem Zeitpunkt haben wir die ganze Flexibilität, die mit dem mitkommt. Wir können da Bootscripts implementieren und mit der Shell oder mit der C-Sprache Laufzeit. Und das bedeutet, Linux unterstützt natürlich einen Haufen Dateisysteme, Verschlüsselungsmethoden, und das gibt uns die Flexibilität, all diese zu benutzen oder irgendwelche davon zu benutzen, im Vergleich zu UEFI, was nur unverschlüsselte FAT-Dateisysteme unterstützt für den ersten Teil, und es ist sehr, sehr beschränkt auf diese Einschränkungen. Es gibt ein Sprichwort in der Open Source Community, dass wenn genügend Leute schauen, dann sind alle Bugs einfach zu finden. Und Linux hat extrem viele Leute, die zuschauen, im Vergleich zu Edeka. Und da schauen sowohl gute als auch böse Leute drauf und finden Bugs. Und wenn wir sowohl die UEFI-Treiber als auch Software benutzen, die obendrauf läuft, verdoppeln wir die Angriffsfläche. Und wenn wir Coreboot bzw. Linux verwenden, haben wir unsere Angriffsfläche stark verringert. Dazu kommt noch, dass Coreboot und Linux natürlich Open Source sind. Das bedeutet, es ist möglich, die nötigen Treiber zu schreiben, die für die spezifischen Geräte, die man verwenden will. Und da kann man die ganzen Geräte selber unterstützen, muss sich immer auf die Verkäufer warten, auf die Hersteller warten. Und der dritte Teil von Heads ist ein System Call namens KExec, und das wurde von Eric Biedermann entwickelt. Das lässt den Kernel runterfahren und kann einen separaten anderen Kernel starten.
Und das bedeutet, man kann hier sehr, sehr schnell neu starten, wenn man einen neuen Kernel installiert hat. Und hier bedeutet das aber für uns, dass wir aus dem kleinen Anfangskernel den endgültigen Kernel starten können, ohne dass wir großen Overhead haben hier. Und das bedeutet, dass wir unser tägliches Operating System, Betriebssystem hier laufen lassen können. Weil wir diese Bourne-Shell haben hier, sind die ganzen Regeln in Shell-Scripts implementiert. In diesem Fall werden wir neue Kommandozeilenparameter reingeben und hier werden wir sogar einen Hypervisor starten. Und all das kann sehr, sehr schnell passieren. Und das ist immer noch sehr sicher. Also, das sind die Teile von Heads, aus denen es gebaut ist. Und es gibt uns jetzt diese Plattform, auf der wir jetzt weitere Sicherheitsmaßnahmen nehmen können. Und bevor wir jetzt da zu tief eintauchen in Sicherheit und Angriffsmodelle, ich muss jetzt hier zuerst sagen, euer Angriffsmodell ist nicht mein Bedrohungsmodell. Und es gibt natürlich verschiedene Angreifer mit verschiedenen Levels von Effort, die sie reinstecken wollen, um uns anzugreifen. Und euer Sicherheitsmodell muss natürlich auf euer Bedrohungsmodell angepasst sein. Aber dass wir überhaupt solche Systeme bauen können, ist schon sehr, sehr toll. Letztes Jahr hat Johanne einen Vortrag gehalten über Firmware-Probleme in Firmware in verschiedenen Geräten, dass in fast allen Geräten eigentlich jetzt weitere Firmware-Blobs drin sind und dass die alle mit dem Bootprozess zu tun haben im Prinzip. Und man kann jetzt natürlich Peter Stooges Advice nehmen oder anwenden und einfach alles rausnehmen, was nicht unter unserer Kontrolle ist. Aber das ist halt, das schränkt einem natürlich stark ein. Und wenn ihr jetzt Heads installieren wollt, dann müsst ihr den Laptop aufschrauben, weil wir müssen das neue BIOS reinflashen. Und während wir da drin sind, können wir natürlich auch Features verwenden, die kein UEFI-System verwendet bisher, und da können wir ein Bit setzen auf dem Chip, was einen Teil des Chips zu einem Read-Only-Teil umfunktioniert. Und das bedeutet, wir können da etwas hinterlegen. Und wir würden auch vorschlagen, dass man den Write-Protect-Pin vom Mainboard abtrennt. Und das bedeutet, dass man weitere Adapter da reinstecken kann. Und je nach eurem Bedrohungsmodell kann man den Chip auch in Epoxy eingießen, um persistente Angreifer ein bisschen zu nerven. Und man kann den Chip vor anderen Geräten schützen, wie zum Beispiel die Intel Management Engine. Und das ist halt eine sehr, sehr bedrohliche Prozessor innerhalb des Prozessors. Und da haben wir ja auch schon Sachen darüber gehört. Und Igor Skoczynski hat die Fähigkeiten von dieser Management Engine detailliert, und da drin läuft quasi ein opaker proprietärer Blockcode, den eigentlich nur Intel kennt, und das kann überall in den Speicher schreiben, es kann von Video lesen, es kann vom
Und es hört auf dem Netzwerk mit, selbst wenn das System ausgeschaltet ist. Also das ist im Prinzip ein Rootkit im Chipset, so nennen es gewisse Leute. Also ja, das hat mich natürlich nachdenklich gestimmt. Also, und wie baut denn Intel seine Firma Engines? Also wir können eigentlich für diese Management Engine Firmwares schreiben mit eingeschränkter Funktionalität und die ganzen Rootkits-Funktionalität entfernen. Und so kommen wir von irgendwie 5 Megabyte Firma auf 40K runter und dann ist nur noch die CPU-Initialisierungsroutine da drin. Also wir wissen nicht genau, was das macht, aber wir wissen jetzt, es hat keine Java Virtual Machine mehr, viele Gerätetreiber sind weg. Also sie haben das erfolgreich gemacht mit X220 ThinkPads, also irgendwie Skylake CPUs zum Beispiel. Und wir haben das auch mit modernen Geräten gemacht, wie mit dem Chromebook. Also das ist natürlich toll. Es erlaubt uns, von diesen alten ThinkPads wegzukommen zu neuer Hardware. Also die Management Engine ist nicht das einzige Gerät, das den Boot-Prozess stören will. Also wieder Johannes hat uns gezeigt, da gibt es noch weiteres, das uns Sorgen machen wollen. Es gibt diese UEFI Protection. Es gibt diese IOMMU in der VTD-Erweiterung. Und seit sie diesen Guide geschrieben haben, gibt es keine UEFI-Firmware, die von der IOMMU Nutzen macht. Also, aber man hat diese Firmware und die wird geladen, wenn man die Maschine einschaltet. Und bei Linux wird das verwendet. Also man erhält diesen DMA-Schutz gratis dazu, wenn man Linux im ROM verwendet. Eine andere Möglichkeit, wie Geräte mit dem Boot-Prozess stören, ist mit Option-ROMs. Das heißt, man hat Geräte, einen Gerätetreiber und dieser Code hier kann zum Beispiel Passwörter auslesen, weil die Tastatur abhören kann, die Tastenanschläge. Im 2007 wurde das zum ersten Mal dokumentiert bei Black Hat, dann von Snare im 2012 und dann nochmal bei meiner Arbeit mit Thunderstrike. Und seit letzter Woche ist endlich ein offizieller Fix für diese Lücke veröffentlicht worden. Also Leute, die Core Boot verwenden, haben das als Option. Also man kann sagen, ich bin besorgt über diesen Angriff und lass mich diese Funktion abschalten. Also es kann sein, dass das natürlich die Funktionalität irgendwo an nützlichen Ort einschränkt, aber das kann man halt testen. Also das kann man rausfinden. Und wenn man jetzt Linux bootet, dann hat man keine Option-ROM. Alles funktioniert mit Linux-eigenen Gerätetreibern. Also man hängt nicht ab von den eingeschränkten Funktionalität, die Option-ROMs möglicherweise bereitstellen. Also wir haben jetzt unsere Bausteine, haben hoffentlich den Boot-Prozess geschützt. Der Kernel, der jetzt läuft, ist hoffentlich der, den wir meinen, den wir leuchten. Und wie können wir jetzt Geheimnisse schützen, die auf der Maschine sind? Also ich bin Fan vom TPM. In der freien Software-Community ist das aber nicht so gerne gehört. Den TPM-Chip haben wir ja nicht wirklich gerne, weil ja, eine Hauptfunktionalität dieses Chips ist halt DRM oder andere Dinge, die der Benutzer eigentlich nicht will. Aber wir können den verwenden für etwas, das wir wollen. Also wir müssen nicht DRM damit machen, aber wir können unsere Secrets schützen. Und das funktioniert so. Also es überwacht, was für Code ausgeführt wird, wenn das System boot. Und es gibt diese PCR-Register und da werden Hashes abgespeichert vom Code, der ausgeführt wird. Und das kann man erweitern, indem man diese Hashes Stück um Stück erweitert, neues Zeug dazu hasht und dann kann man sicherstellen, dass nur der Code, den wir ausführen wollen, tatsächlich läuft.
Und der TPM wird dann zum Beispiel nur die Festplattenverschlüsselungskey öffnen, wenn bisher Code gelaufen ist, den wir da haben wollen. Also man kann zum Beispiel, also selbst wenn jetzt jemand die nicht schreibgeschützten Stellen des ROMs überschreiben kann, dann wird das Festplatten, die Festplattenverschlüsselung nicht unlocked, weil sich der Hash geändert hat. Und also hier sehen wir noch, dass wir da auch ein Passwort eingeben können und es ist limitiert, dass man nicht beliebig viele Versuche, das Passwort zu erraten, machen kann. Irgendwann wird die Firma einfach gelöscht. Und das heißt natürlich, es gibt auch eine Möglichkeit, den Schlüssel zu löschen. Also es gibt diesen Witz, es gibt zwei Gruppen von Leuten, die Festplattenverschlüsselung verwenden, die den Key verloren haben und die ihn noch verlieren werden. Also was jetzt hier passiert ist, der Key wird in mehrere Teile aufgeteilt. Also man kann die Schlüssel an seine Freunde vergeben, jedes Stück einzeln. Und wenn man alle Stücke hat, kann man sich den Schlüssel wiederherstellen. Also einfach so kann man den Key backuppen. Das wären jetzt so Best Practices. Also jetzt die Header der Festplattenverschlüsselung im PCR sind auch Teil der Prüfsumme. Und wenn man das so macht, dann verhindert das gewisse Varianten des Evil-Made-Angriffs mit diesem Shell-Script hier. Also wir trauen jetzt, dass das System der Code ausführt, den wir denken, aber wie können wir sicherstellen, dass diese Maschine tatsächlich unsere Maschine ist? Also wie können wir sicherstellen, dass nicht jemand in mein Hotelzimmer eingestiegen ist und einfach meinen ganzen Computer ausgetauscht hat, dass es nur so aussieht, als wäre das mein... Es gibt ein paar dieser Anti-Evil-Mates-Toolkits, also man verschlüsselt ein Geheimnis und zeigt das nur an, wenn es noch die richtigen PCR-Register sind. Aber da gibt es natürlich einen offensichtlichen Replay-Angriff. Eine Variante war, das Time-Based One-Time-Password zu verwenden, um die Firmware zu verwenden. Also man hat einen Test, der User ausführt, um festzustellen, dass die Firmware nicht modifiziert wurde. Also während dem Booten, beim Vermessen der ganzen Hardware-Komponenten, wird das TPM das Geheimnis nur freigeben, wenn die PCRs übereinstimmen. Also das heißt, der Kernel generiert den Zeitstempel und generiert dann diese Prüfsumme und diese vergleicht man dann mit, was man zum Beispiel auf einem Telefon mitbringt. Das ist eine gute Idee und erneut hier seht ihr die Implementation als kleines Shell-Script. Also das aus dem TPM rauslesen, das anzusiedeln und dann den Hash auszugeben. Das erlaubt uns auch einen Übergang zu machen vom TPM statischen Trust-Pfad zu einem TPM-Key mit GPG signiert. Also das hier ist, der Key ist hier auf einer separaten Hardware, der nicht irgendwie abhängig ist von der Hardware eines zufälligen Herstellers, der einen Chip in den Computer steckt. Also dann kann man sich sicher sein, dass diese Hersteller nicht die Bootscripts umgehen können. Also hier in diesem Script seht ihr, wie wir GPG verwenden, um zu verifizieren, dass das Init-RD und der Kernel wirklich nicht modifiziert wurden. Es benutzt dazu die TPM-Counter, um zu verhindern, dass man ein Rollback macht, also zum Beispiel, dass man den Kernel auf eine alte Version zurückrollt aus der Vergangenheit, die möglicherweise einen Fehler hat. Also es stellt sicher, dass wirklich das OS läuft, das wir am Laufen haben wollen und stellt auch sicher, dass da niemand das durch eine
verletzliche Version ersetzt hat. Der PGP-Key erlaubt uns auch, diese Idee zu nutzen, die wir in Android finden. Das heißt DM Verity, also ein nur lesbares Root-File-System. Also man hasht die ganzen Blöcke, dann hasht man die ganzen Hashes, alles zusammen bis zu einem Root-Hash. Und dieser wird dann signiert. Und das stellt, kann der Kernel sicherstellen mit einem, beim Lesezugriff in logarithmischer Zeit sicherzustellen, dass diese Daten signiert sind. Das heißt, es ist nicht nur ein Read-Only-Dateisystem, sondern gibt uns die Zuversicht, dass da nichts manipuliert wurde. Wenn man so ein Betriebssystem ausführt, also Hetz konzentriert sich vor allem, wie dass man vom Bootprozess in ein sicheres OS übergehen kann. Und Cubes macht etwas Ähnliches. Und es gibt Leute, die sich um solche Security-Sachen kümmern, die kennen das vielleicht schon. Und für das in ihrem nächsten Release wird es erforderlich sein, dass die Maschine ein Open Source, also ein Core Boot zum Beispiel Bootloader hat. Und ich habe, sie haben etwas genommen, haben das modifiziert, das mit diesem DM Verity System funktioniert. Und so kann man dann diese Konfiguration festhalten, so dass niemand mit der Konfiguration rumspielen kann und diese verändern kann. Und das erlaubt einem dann, diese Sachen im Betriebssystem zu flicken. Und so kann man, hier kann man dann auch verifizieren, dass man die richtige Version hat, und für das braucht man diese reproducible builds, und daran sind wir jetzt gerade am Arbeiten. Wir haben auch ein paar Werkzeuge gebaut, die es einem erlauben, die Initial RAM Disk richtig zu bauen, und wir hoffen, dass andere Linux-Distributionen das jetzt dann auch anfangen zu benutzen. Alle unsere Commits sind kryptografisch signiert, und wir hoffen, dass GitHub da nicht irgendwie anfängt, etwas reinzuschieben, das nicht signiert ist. Gut. Das ist, wo wir jetzt im Moment sind, und das ist eigentlich noch sehr im Beta, aber man kann es schon verwenden. Es gibt noch einen Haufen Sachen, wo man noch Research machen kann, und zum Beispiel bei den Chromebooks kann man, wir müssen Coreboot auch noch zu weiteren Plattformen portieren. Ich arbeite auch daran, Coreboot zu Serverplattformen zu migrieren, portieren, damit man Cloud-Hosting sicher machen kann. Und Motherboards haben ein ganz anderes Bedrohungsmodell als Laptops. Die haben zum Beispiel ganz viele solche Chips, die weitere Firmware darin haben, zum Beispiel das OpenBMC-Projekt, was ein Open-Source-Management-Controller-System bauen will für Server-Mainboards. Und das Open Cloud Projekt versucht, Bare Metal Clouds zu bauen. Und ich bin da vorsichtig, aber optimistisch, was eine Umgebung bedeutet, die es einem erlaubt, mehr zu kontrollieren. Es gibt einen Haufen Issues auf GitHub, und bitte helft doch mit, wer kann. Und fühlt euch inspiriert dazu, da auch zu helfen mit dieser ganzen Sache. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann werde ich heute später und später in der Woche auch noch beim Coreboot Assembly zu finden zu sein. Und die können euch zum Beispiel helfen, Coreboot auf einem Laptop zu installieren. Der Source Code für Hetz ist auf GitHub, seht ihr hier die URL, und eine Version von diesem Vortrag auch ist bei dieser URL zu finden hier, und da ist der Text quasi auch noch mit drin. Und ich hoffe, ihr könnt euch begeistern für Open Source Firmware, wie ich das habe.
Wenn jetzt noch jemand Fragen hat, dann stellt diese jetzt. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Haben Sie Tipps für uns, die keine Coreboot-kompatiblen? Ja, kauf dir ein Chromebook. Es ist natürlich schwer, der proprietären Firmware zu trauen. Also, ja, es gibt halt Leute, Institutionen, denen wir trauen müssen. Wir müssen Intel zu einem gewissen Grad trauen. Intel ist verantwortlich für die CPUs und einen Großteil der Firmware. Je nach deinem Angreifermodell ist halt unter Umständen die Firmware ein großes Risiko. Also unter Umständen reicht es halt, einige Dinge zu tun, die Peter Studger vorgeschlagen hat, reichen dann schon. Also zum Beispiel den Schreibschutzpin abknipsen oder vielleicht Dinge zu entfernen, die möglicherweise gefährlich sind. Also ja, schau dir sein Guide an für Hardware-Sicherheit. Ich habe mich gefragt, ob du auch ARM unterstützen wirst. Oder ist es nur für Intel-Laptops? Bei ARM gibt es viele Vorteile, als wenn man die als CPU hat. Man hat dann nur 20 Jahre Legacy und die Präprozessierung ist viel einfacher. Also man muss sich irgendwie Real-Mode und Long-Mode und Paging und so weiter, diese ganzen Schritte durchmachen. Der Nachteil bei ARM ist, dass der Bootcode auf dem Chip ist und nicht unter der Kontrolle des Users. Aber viel dieses Bootcodes ist zum Glück relativ simpel. Und bei einigen kann man eine Hardware Root of Trust sicherstellen. Aber, ja, also auch so, dass man den Chip neu starten kann, das scheint in greifbarer Nähe zu sein. Und die Frage ist, kann man da das Booten ersetzen durch einen Linux-ROM? Und ja, ich nehme an, ich werde da in Zukunft noch weiter drüber sprechen. Und wenn jetzt Coreboot oder Libreboot eine Plattform unterstützt, wird dann Heads auch automatisch funktionieren? Ja, genau. Also Heads ist eine Payload für Coreboot. Also wenn Coreboot läuft, dann ja. Thank you. There's a question from the internet about Coreboot. Coreboot has blobs included. Coreboot hat Blobs drin, zum Beispiel Binary Blobs von Intel mit den ganzen Firmware Support Paketen. Wie können wir Coreboot sicher nennen mit all diesen Sachen? Also, Intel FSP ist natürlich Sicherheitsbedenken. Das ist das Firmware Support Package und wird benötigt, um den Speichercontroller zu initialisieren bei modernen Intel CPUs. Auf älteren CPUs, wie zum Beispiel Sandy Bridge und Ivy Bridge, bei denen Coreboot und Libreboot funktionieren, da kann man den Speicher initialisieren ohne diesen FSP. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was Coreboot macht in der neuen Plattform, dann scheint es einfach ein paar Register mit bestimmten Werten zu überschreiben auf diesen Plattformen. Moderne Speichercontroller sind so kompliziert, dass und Intel ist nicht gewillt, diese zu dokumentieren, also ohne NDAs. Es ist also sehr schwer, Speicherinitialisierung zu schreiben für die. Also ja, wir können nicht sagen, dass es 100% freie Software ist, aber wir können sicherstellen, dass der FSP measured ist und nicht manipuliert wurde. Und wir können auch anschauen, was der Zustand der Dinge ist, die es einrichtet und das in unser measured Boot mit integrieren. Also, obwohl es nicht komplett frei ist, und ich meine, das einzige komplett freie System, das ich kenne, ist Bunny's Novena Laptop. Und für all diesen anderen kann man immerhin feststellen, dass es nicht manipuliert wurde vom
ursprünglich installierten Zustand ausgehen. Also das ist ein tolles Projekt und ich möchte fragen, warum du gewisse architektonische Entscheidungen getroffen hast. Also spezifisch, warum hast du keinen BSD-Kernel gewählt, was ich normalerweise als sicher oder qualitativ hochstehender anschaue? Und warum hast du nicht zum Beispiel Python oder Haskell als Sprache gewählt? Also es gibt natürlich den Wunsch, Python zu unterstützen. Aber das Problem ist, man ist sehr Platz eingeschränkt. Also man hat hier üblicherweise 4 Megabyte Platz. Und der Python-Interpreter ist halt schon alleine ein paar Megabytes. In terms of why Linux over BSD, und zu deiner Linux gegen BSD, ja, der KXX System Call ist ein zentraler Teil. Also dieser Runterfahren eines Kernels und das Starten eines anderen Kernels oder halt irgendeinem Multiboot-kompatiblen Kern ist ein notwendiges Feature. Wenn BSD diese Funktionalität hätte, dann wäre es auch eine gute Wahl für dieses interne Programm des Bootloaders. Vielen Dank für den tollen Talk. Wie kann man hier Updates fahren bei Coreboot, wenn die Binaries die Encryption Keys messen müssen und wenn diese Messungen dann ja anders sind und das System nicht mehr booten kann? Also mein Schlüssel in der TPM erfordert einen expliziten Schritt, den Key aus dem TPM zu holen mit der aktuellen Konfiguration und dann diesen wieder einzufügen mit der neuen Konfiguration. Also ein Vorteil eines Reproducible Build ist, die Hashes aller Stufen der Firmware können vorberechnet und veröffentlicht werden und die PCR-Werte können auch vorberechnet werden. Also man kann diese Schlüssel da ablegen mit den neuen Werten während des Updates. Jetzt zum Update-Prozess selber, also der Heads-Payload selbst, sind wir noch dran am Arbeiten. Also die Idee ist, ein noch eingeschränktes Heads zu haben, also das zum Beispiel nur ein USB-Treiber hat, sodass man die neue Payload reinladen kann und an einem anderen auf dem Chip zu installieren. Also ein Teil, der noch fehlt, ist das Wiedereinschließen der neuen Keys. On your webpage, you implemented head on ThinkPads only. How much work is still needed to translate this to, let's say, non-ThinkPads? Wie kann man diese ganze Head-Sache auch auf nicht-ThinkPad-Laptops implementieren? ThinkPads sind sehr verbreitet. Also ich meine, wenn ich mir jetzt hier die Halle anschaue, sieht man sehr viele ThinkPads. Und ja, die Coreboot-Community hat sich sehr stark auf ThinkPads fokussiert. Neben ThinkPads und Chromebooks gibt es nicht wirklich viele Geräte, die Coreboot unterstützen. Also ich hoffe, dass sich das ändern wird in Zukunft. Also dass auch die OEMs merken, dass es wertvoll ist, wenn man das unterstützt. Also ich meine, das ist auch eine Sparmaßnahme für die und eben, es geht auch um Freiheit. Also die Schwierigkeiten, Coreboot auf eine Plattform zu portieren, also ich selbst habe das nicht gemacht, aber ich nehme an, die Leute an der Coreboot Assembly werden euch da sicher gerne Auskunft geben. Planst du? Closed part, which still has an access to the PC bus and probably couldn't be trusted. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe die Frage nicht verstanden. Wie können wir die PCI ersetzen? Das Chromebook hat Open Source EC. Also Teil davon ist Coreboots zu bauen, heißt, man muss den ARM Cross Compiler installieren, um die EC zu bauen.
Also Chromebook hat ein sehr elegantes Protokoll, um das EC der CPU sagt, dass tatsächlich die Firmware läuft, die laufen soll. Auf anderen Plattformen müsste man da noch deutlich mehr Zeug rausfinden. Also viele der EC-Chipsets haben Datenblätter. Also man kann da durchlesen und rausfinden, wie die funktioniert. Und viele davon haben updatebare Firmware. Also zum Beispiel ein ThinkPad, gibt es ein Modul im ThinkPad BIOS. Das, ja, halt, da muss man rausfinden, wie das genau funktioniert, damit wir das machen können. Also ihr habt jetzt einen funktionierenden Prototyp auf einem ThinkPad. Können wir jetzt ein Open Source EC auf den ThinkPads machen? I'm sorry, I don't think I understood your follow-up. Okay. Wenn man einen funktionierenden Prototypen auf ThinkPads hat, wirst du die momentane Open Source EC oder planst du deine Arbeit auf anderen Plattformen zu erweitern? Also im Moment habe ich selbst keine Fortschritte beim ThinkPad EC gemacht. Ich habe mir das angeschaut, weil ich eine angepasste Tastatur habe, die halt ein anderes EC benötigt. Aber ich meine, da im Sinne von offener Forschung habe ich da noch nichts wirklich gemacht. Zwei Fragen aus dem IRC. Planst du Systemd zu benutzen im Bootprozess? Und das andere ist, willst du so, wenn man jetzt ein Laptop neu flasht mit dem Hardware Flasher, kann man das dann auch softwaremäßig updaten nachher? Also im Moment kann man nachher updaten, mit großem Risiko, weil man das Flash mit Schreibmöglichkeit belassen muss. Also das heißt, man kann dann später das auch noch umflashen. Also wir sind immer noch am Entwickeln eine Möglichkeit für Software-only Firmware-Updates. Zur anderen Frage, also ich habe gesagt, wir sind ziemlich knapp mit Platz dran. Wir wollen keine großen Anwendungen da reintun, wie zum Beispiel Systemd.